So, ich versuche mal unauffällig zu husten. Das ist leider nicht ganz gekünstelt, ich bin ein wenig verkühlt. Ich hoffe, ich rede für alle laut genug. Ich wünsche einen wunderschönen guten Nachmittag. Ich hoffe, es sind alle noch halbwegs fit und munter und haben sich alle mit Pizza versorgt. Ja, mein Name ist Gerolf Scheer, mein Name ist nur Gerolf Scheer. Und ich wollte etwas erzählen über GWT, das Google Web Toolkit. Mir ist übrigens aufgefallen, heute ist der 10.11.12, das ist quasi so aufsteigendes Datum. Also das geht genau noch nächstes Jahr einmal, da kann man dann den 11.12.2013 machen, dann geht das nicht mehr, weil dann wird sich das nicht ausgehen. Also gleich ein nerdiges Datum. Google Web Toolkit, können wir mal kurz Handy hochmachen? Also hat jemand schon mit Java gearbeitet? Wow, okay, also ich brauche keinem erzählen, was ein Null Pointer Exception ist. Hat schon mal jemand mit GWT gearbeitet? Dann kann ich eigentlich dann gut. Ich erzähle einfach einmal, wie das Ganze funktioniert hat und was wir bei Szenarion da machen. Wir haben eine relativ große Applikation mit dem gemacht. Wer bin ich? Gerolf Scheer, habe ich schon gesagt, habe HTL für Elektronik gemacht, habe dann Wirtschaftsinformatik studiert, habe auch ein paar Klausuren in diesem Hörsaal hier geschrieben. Programmiere eigentlich schon seit dem C64 und das ist schon eine Zeit lang her. Habe dann eine Softwarefirma gegründet, die heißt Szenarion und wir programmieren einfach hauptberuflich für Geld diverse Applikationen. Sind 30 Leute, sind in Wien, machen Software für große Enterprise-Applikationen, also auch vor allem Versicherungszeug. Das klingt jetzt relativ fad, ist es aber gar nicht so. Machen das seit über 10 Jahren und worum es geht, ist so Dokumentenmanagement, Workflow-Management, Wissensmanagement, Prozessmanagement, jede Menge größere Applikationen, Enterprise-Sachen und da hat man ein paar Herausforderungen, die man bei so einem Hello World und ähnlichen Applikationen nicht hat, dafür hat man andere Herausforderungen wieder nicht, also das ist ein relativ eigenes Thema und man kommt da auf ein paar Sachen drauf, die man in anderen Bereichen vielleicht nicht drauf kommt, gerade bei der Anwendung von so einem Framework. Ja, was ist eigentlich die Motivation von dem GWT? Wofür braucht man es oder wofür brauchen wir es? Ganz klar, es ist die Ablöse von Desktop-Applikationen bzw. vom Desktop an sich. Das ist einfach ein gewisses Auslaufmodell. Größtes Problem ist natürlich, gerade bei so Enterprise-Sachen, das ist gleich der letzte Punkt, ist das Rollout. Weil wenn man jedes Mal eine neue Applikation installieren muss auf ein paar hundert, ein paar tausend Clients, dann ist das einfach ein irrsinniger Aufwand. Das kostet richtig fettes Geld, das glaubt man nicht, ist allerdings so. Und wenn man jetzt sagt, super, die Applikation ist im Browser, dann ist die einfach am nächsten Tag da, wenn man irgendein Rollout macht. Applikationen sollten auch halbwegs was gleich schauen. Das heißt, halbwegs stylisch, halbwegs intuitiv sein. Dann gibt es ja diese klassischen nicht funktionalen Anforderungen, es ist irgendwie internationalisiert, es soll halbwegs sicher sein, es soll halbwegs schnell sein. Quasi die Leute, die sich mit Webbrowsern eigentlich nicht mehr auskennen, sowas gibt es praktisch nicht. Das sind vielleicht so ältere Sachbearbeiter, aber die gehen alle quasi in Pension, das hat praktisch schon jeder Mensch einen GMX-Account. Also schon von dem her war es einfach jeder Mensch auf der ganzen Welt, der in einer Firma arbeitet, wie man mit einem Browser umgeht, weil was anderes. Also die erste Frage habe ich nicht gestellt, oder jeder weiß, was ein Browser ist. Ja, okay. Also, klar. Gut, wie hat das mit diesen Web-Applikationen eigentlich angefangen? Form, Action, CGI, Bean, bla bla, Perl, Input, Type, Submit, ist 1995 erfunden worden. Damit ist das Web eigentlich tauglich worden für quasi irgendwelche Applikationen, mit denen man mehr anfangen kann als nur diese reine Hypertext-Metapher. Was dahinter steckt, ist eigentlich die Formularmetapher, wie sie am Host vorhanden ist. Kennt jemand den Host? Mainframe 3270? Hand hoch. 1, 2, 3. Okay, das sind quasi so Großrechner. Kennt jemand Wargames, den Film? Ja, genau. Also das was man dort hat, das ist so ein Großrechner. Und darauf rennt gerade im Finanzbanksektor jede Menge echte Software. Also euer ganzes Geld ist auf solchen Rechnern draufgespeichert. Eure ganzen Versicherungspolizen, da
das rennt alles auf so uralten Großrechnern. Das ist zwar totale Steinzeit, aber das ist einfach sehr schwer umzubringen. Es gibt in vielen Fällen gibt's gar keinen Grund dafür, weil das sind einfach Applikationen, die seit 30 Jahren rennen. Mit diesen Applikationen hat man übrigens auch diese ganzen Jahr 2000 Probleme gehabt, weil das ist zu Zeiten programmiert worden, wo kein Mensch daran gedacht hat, da jetzt 2 Bytes zu verschwenden für tausender Jahreszahl. Ja, also es gibt diese Formularmetapher. Das heißt, am Client rennt einfach nur Formular und ich drücke Submit. Der schickt die Daten auf den Server, der verarbeitet die, schickt ein anderes Formular zurück. Das ist halt, kommt quasi jetzt die 60er Jahre, wo man diese Karteikarten de facto ausgefüllt hat und draufgeschickt hat, wieder runtergeschickt hat. Nachteil ist natürlich, man kann damit viel weniger ansprechende Applikationen bauen. Es hat eine gewisse Ladezeit, die einzelnen Formulare. Dafür funktionieren allerdings der Back-Button und der Bookmark-Button. Das ist etwas, das 2005 verloren gegangen ist. Da war dann quasi genau 10 Jahre später die nächste größere. Das muss ich mir fürs Foto hinstellen, so. Nein, muss unauffällig sein. Es war die nächste größere quasi Sprung, das ist im Wesentlichen das AJAX, also Asynchronous JavaScript und XML, wo man eine Metapher aufgegriffen hat, die es eher in den 80er, 90er Jahren in der Desktop-Applikationsentwicklung gab, nämlich das Client-Server-Prinzip. Das heißt, ich habe am Browser rennt de facto ein richtiges Programm im Gegensatz zu einem quasi Formular. Es kommuniziert über XML, wie es da in der Abkürzung drinnen ist, oder über JSON mit dem Server und tauscht einfach Daten aus. Das heißt, es wird nicht nur die reinen HTML-Masken hin und her geschickt, sondern richtige Daten oder HTML-Fragmente oder ähnliches. Und am Client rennt einfach ein richtiges Programm. Ja, es verwendet eben JavaScript, JSON oder XML. Es gibt da zahlreiche Bibliotheken, die das machen. Das ist so eine neuere Metapher. Nebenbei gibt es ein paar Verwirrungen, die eben das Flash, Java Applets, das RCP, also die Rich Client Plattform vom Eclipse, die haben alle einen wesentlichen Nachteil, nämlich man muss was am Client tun. Man muss irgendwas installieren, man muss schauen, dass man eine gewisse Version drauf hat von. Das Flash ist die einzige Security-Lücke, also das ist am besten, man disabled es. Das Java Applet hat auch gewisse Nachteile, das sind so Seiteneffekte. Und die Google-Leute sind hergegangen und haben sich was Gescheites überlegt. Nämlich das GWT. Das ist, heißt ganz normal Google Web Toolkit, ist 2006 veröffentlicht worden unter der Apache 2.0 Lizenz. Und die haben sich dabei was Gescheites gedacht. Generell ist es einfach ein Framework für Webanwendungen und vor allem für komplexe Enterprise-Anwendungen. Komplex heißt viele Screens, viel Funktionalität zwischen Client und Server, einfach komplexer als es sozusagen eine normale 0815 Webseite ist. Es hat 3 wesentliche Komponenten. Das erste ist der Java to JavaScript Compiler. Das zweite ist die Java API, quasi die sie ja zweites Mal nachentwickelt haben. Und das dritte ist die eigentliche GWT Library oder GWT API, die UI Library. So, der Compiler nimmt Java Quellcode und übersetzt diesen Java Quellcode in JavaScript Quellcode und dieser JavaScript Quellcode, der läuft dann am Browser. Das verbindet die Vorteile von 2 Welten, dazu kommen wir anschließend noch. Die daraus, dass man quasi am Client jetzt kein Bytecode mehr läuft, sondern normales JavaScript in Wirklichkeit, muss man de facto auch die Client-Bibliothek ein zweites Mal neu programmieren bzw. übersetzen und klarerweise jede Plattform hat irgendwo eine Bibliothek und das ist eben die eigentliche GWT-API. Die Vorteile sind auf der Hand. Man hat das Java am Client und am Server, das heißt eine Programmiersprache. Wenn man in einem größeren Team programmiert, wo da 15 Leute sind, ist es relativ praktisch, weil dann tut man sich leichter mit quasi Ressourcen umplanen, die gleichen Leute tun sich einfach einfacher, wenn man in einer Entwicklungsumgebung, in einer Sprache sich bewegt. Ich habe mir jetzt gerade verredet, der nächste Punkt ist natürlich, man hat das Eclipse als Entwicklungsumgebung,
mit den ganzen Features, ganzen Plugins, Code Completion, sonstige Sachen. Das funktioniert einfach out of the box und man braucht kein Java-Plugin am Client. Weil man könnte jetzt auch sagen, okay, ich schreibe einen Java-Server, einen Java-Client, die kommunizieren miteinander. Nachteil ist natürlich, man braucht das Plugin mit diesen ganzen Rollout-Geschichten und so weiter und so weiter. So, ist soweit noch alles klar? Zu langsam, zu schnell? Passt alles? Super. Oder sind alle eingeschlafen? Gut, dann. Ja, die wichtigste Komponente ist der Compiler. Der nimmt eben Java-Quellcode, macht daraus JavaScript-Quellcode. Ob das jetzt echter Quellcode ist, darüber kann man streiten. Faktor ist, der Browser kann es einfach ausführen, ohne dass er irgendetwas tun muss. Er kompiliert nicht nur ein einziges File, oder quasi das Ergebnis ist nicht nur ein einziges File, sondern sogenannte Permutationen oder Flavors, also Geschmäcke. Der kompiliert ein File pro Browser, pro Sprache. Das heißt, es gibt optimiertes File für Internet Explorer auf Deutsch und für Opera auf Französisch und für natürlich alle Kombinationen dazwischen. Hat den Vorteil, dass man sich quasi bei dieser ganzen Internationalisierung halt jeweils ein if erspart. Also er müsste am Client, wenn er Feld darstellen will, müsste jetzt sagen, if Französisch zeigt das an, else zeigt etwas anderes an. Und da sieht man, dass die Google-Leute einfach dermaßen effizienzgetrieben sind, dass sie auch dieses eine einzelne if quasi sich am Client ersparen. Nachteil ist, man muss jeweils was extra kompilieren und man hat dann quasi pro Sprache und Browser 20 Megabyte am Server herumliegen. Das ist jetzt kein mega Nachteil, aber es ärgert dann relativ lang beim Kompilieren. Das Ganze ist ein richtiger Compiler, das heißt, der optimiert alles Zeug, das ein ordentlicher State-of-the-Art-Compiler in Wirklichkeit macht. Das heißt, da haben wir so als Beispiel aufgeschrieben, Dead Code Elimination, Constant Folding, String Interning etc. Also quasi ganz normale Code-Optimierung kann er an dieser Stelle machen. Das ist ein Schritt, der bei normalem JavaScript wegfällt. Dann hat man quasi die Just-in-Time-Engine, also diese V8-Engine oder ähnliche Sachen, die das wieder nachholen kann, aber es ist einfach ein Schritt, den man schon vorher machen kann. Der Google Compiler macht das und es ist quasi, man kriegt das gratis mit. Ja, das, was dann herauskommt, das hat unterschiedliche Grade von quasi Quellcode. Also es gibt diese drei Styles. Das ist Pretty, Obfuscated und Detailed. Pretty und Detailed sind einfach sehr schön. Das schaut dann noch so aus wie richtiger Quellcode, das kann man sogar lesen. Die meisten Methodennamen bleiben erhalten und man kann das auch noch durchsteppen. Das Obfuscated ist das ist genau das, was es heißt. Das ist einfach verwurschtelt bis zum Geht nicht mehr. Also das ist sehr stark quasi also nicht direkt verschlüsselt, aber es fehlen einfach alle möglichen Informationen. Es ist in Wirklichkeit nur noch eine einzige Zeile Code pro Funktion und da gibt es einfach 100 Funktionen, die sind durchbenannt von A bis Z. Also damit kann man in Wirklichkeit nicht mehr allzu viel anfangen. Hat aber den Vorteil, das File natürlich ist viel kleiner. Das am Ende herauskommt, heißt der Browser am Client braucht weniger Speicher, weil einfach weniger Code da ist, den er sich anschauen muss. Und eventuell rennt es auch eine Spur schneller, weil er dann quasi, wenn er kurze Methodennamen hat anstatt langen, dann ist das eine Spur schneller, aber das ist praktisch vernachlässigbar. Die wesentliche Eigenschaft ist, es braucht viel weniger Speicher. Ja, und das, was Sie sich auch noch überlegt haben, ist, dass die Server im Wesentlichen stateless sind. Dadurch, dass man jetzt ein richtiges Programm hat am Client, kann man da auch einen richtigen Zustand halten und den Server im Wesentlichen stateless fahren lassen. Stateless würde heißen, so etwas wie REST-Architektur. REST, kennt jeder? Hand hoch? Ja, nein? Kennt jeder? Wer kennt es nicht? Niemand? Einer? Okay. REST ist Representational State Transfer. Das bedeutet, dass man die URLs bzw. HTTP-Methoden so verwendet, wie sie gedacht waren. Das heißt, ein GET liest eine Ressource, ein PUT schreibt eine Ressource, ein HTTP-Delete löscht eine Ressource. Das Ganze ist stateless und hat den Vorteil, dass es man kann bestehende Infrastruktur sehr leicht verwenden. Also man kann einen ganz normalen Proxy dazwischen schalten
Und wenn alle GET-Requests wirklich nur lesend sind und nicht GET mit irgendeiner schreibenden Zugriff in Wirklichkeit, kann man quasi die Semantik vom HTTP nützen. Also alle, die jetzt aufgezeigt haben, habe ich das richtig gesagt ungefähr? Ja, niemand? So halbwegs. Okay. Gut, wieso haben die Google-Leute das gemacht? Meine Theorie ist, wenn ich wenn ich 1 Million Server habe und ich schaffe es, eine Variable vom Server auf den Client runterzubringen, dann spare ich mir damit wahrscheinlich 1000 Server. Also das könnte durchaus wirklich ins Geld gehen, wenn ich einfach viel mehr Logik vom Server auf den Client verlagern kann. Und bei diesen riesigen Serverfarmen, die da betrieben werden, dann hat das durchaus einen Sinn. Bei so Enterprise-Applikationen, das läuft typischerweise auf 20, 30 Servern, da macht das nicht so etwas aus, aber es ist halt sozusagen ein netter Seiteneffekt. So, jetzt muss ich mal kurz durchschnaufen. Die GBT-Release-History, das Ganze hat 2006 begonnen, dann bis 2009 haben sie quasi zur Version 2 gebraucht. Vor allem im Jahr 2011 hat sich echt viel weiterentwickelt. Da sind vor allem, also Ende 2010, Anfang 2011 ist das GBT2 auf die Welt gekommen. GBT1 auf GBT2 ist ein ziemlicher Sprung, vor allem in der Art, wie man Applikationen dafür schreibt. Es ist auf jeden Fall ein Sprung hinsichtlich Mächtigkeit und Komplexität. Also damit kann man richtig fette Applikationen sozusagen relativ einfach schreiben und es erzwingt ein gutes Applikationsdesign. Nachteil ist, dazu werde ich auch noch kommen, die Lernstufe, die Lernkurve ist leider sehr steil. Also man muss da sich richtig hineindenken. Ja, angefangen hat es mit diesem Development-Modus, mit dem ganzen Compiler. Das Code-Splitting ist ein recht cooles Feature, ist lustigerweise schon von Anfang an dabei gewesen. GBT2 hätten wir dann diese Request Factory, das MVB, Model View Presenter, das Editor Framework und das Safe HTML. Safe HTML ist so eine Komponente, mit der kann man im Wesentlichen, das heißt jetzt nicht Code Injection, sondern wie heißt das? XSS ist das, glaube ich. Was sagen dir die GBT-Profis? Safe HTML, damit kann man das Cross-Site-Scripting verhindern. Hast du so? Ja, ich glaube schon. Ja. Ja, dann ist ein UI-Designer dazugekommen, HTML5-Support und diverse Sachen. Relativ guten Support hat das Ganze für die Google App Engine, weil es ist klarerweise Google-Interesse, dass die Leute Google App Engine-Programme schreiben, damit sie sozusagen über das irgendwann finanziellen Rückfluss haben. Gerade vor 2 Wochen ist GBT2.5 rausgekommen. Das hat den Super Development Mode und das Elemental. Elemental ist quasi Durchgriff auf alle HTML5 Features und zwar aus dem richtigen Java und den JSR 303, das ist dieses Validation Framework, wo man dann einfach Tag, irgendwas, Size, Maximum 12 oder so etwas hinschreibt und bei einer Entity und der kann quasi das Ganze durch alle Applikationsschichten durch navigieren. Ja, also es hat sich einiges getan. Wie es aktuell weitergehen wird, ist spur unklar. Bei Google, wir haben jetzt quasi diesen Go-Talk gehört, es gibt auch das Dart, da ist jetzt momentan nicht 1000% sicher, welche Sache Google als quasi strategische Entscheidung weiterführen wird. Wahrscheinlich werden sie alles drei eine Zeit lang weiterführen und es wird auf jeden Fall weiterentwickelt werden. Also es gibt einen relativ guten Support in der Community und ich glaube nicht, dass es da mittelfristig Probleme hinsichtlich Support geben wird. Es wird wahrscheinlich so enden wie beim Eclipse, das ist ja auch ursprünglich von IBM entwickelt worden und jetzt de facto von der Eclipse Foundation, sie werden eine ähnliche Foundation gründen und die wird dann einfach den weiteren Support durchführen. So. Ich habe vorher schon angesprochen, GBT1 versus GBT2. Hat jemand GBT2 Erfahrung spezifisch? Request Factory? 1, 2, da die Szenarien, die zählen nicht, das ist ungültig. GBT1, das rennt so ähnlich wie ein Servlet. Man hat am Server synchrone Methoden, am Client asynchrone Methoden, die quasi dann Request und Response auffangen.
man muss sich diese Data Transfer Objects, die man de facto in jeder Applikation hat, selbst schnitzen. Das heißt, man hat dann irgendwo eine DTO-Klasse mit halt 5 Get-Member und Set-Member, 5 Feldern, die kopiert man dann einfach von A nach B. Und das ganze UI ist prozedural. Das ist ein bisschen ein Rückschritt gewesen im Gegensatz zur Webprogrammierung. Das heißt, ich muss es ähnlich wie beim Swing richtig ausprogrammieren, mein UI. Ich sage Panel North, add irgendetwas, Panel South, add irgendwas, links, rechts, was dann zu relativ großen Methoden führt, die in Wirklichkeit nur Code bzw. User Interface zur Verfügung stellen. GWT2 ist ein ziemlicher Umbau. Ich habe da richtige Objekte am Server und quasi Proxy-Objekte am Client. Das Geheimnis dahinter ist diese Request Factory. Die Request Factory ist so eine Art Meta-Factory, in der dann die einzelnen Objekte bzw. Proxys instanziert werden, rauf runter geschickt werden, und das Coole ist, er schickt nur das Delta. Das heißt, ich habe irgendein Objekt Graphen von 100 Usern auf den Client geladen, verändere davon einen, schicke den wieder hinauf und er schickt tatsächlich nur dieses eine Objekt hinauf, ohne dass ich eine Zeile dafür tun muss. Das ist ein recht cooles Feature, weil sonst muss man sich wieder überlegen, wie mache ich das genau, so diverse Lastgeschichten. Und das deklarative User Interface ist wieder zurück. Ich kann das User Interface in XML angeben und es gibt ein Pattern, das nennt sich MVP, das ist Model View Presenter. Ist eine Weiterentwicklung vom Model View Controller. Und genau zu diesen GWT2 Punkten möchte ich etwas erzählen. Ist das für alle okay? Gut, keiner sagt was, passt. So, Request Factory, habe ich schon kurz gesagt. Es ist einfach eine Datenzugriffsschicht oder Abstraktionsschicht zwischen Client und Server, verwendet ein eigenes Servlet, verwendet auch ein eigenes Protokoll. Das Protokoll basiert auf JSON, ist allerdings mehr so eine eigene Geschichte. Es ist relativ stark geschachtelt, man kann sich das ganz gut im Firebug anschauen. Ist eigentlich nicht sozusagen 1000%ig transparent. Vorteil ist, man kriegt das Ding gratis. Es ist einfach da und es funktioniert ziemlich gut. Es unterstützt die ganzen CRUD-Befehle. CRUD ist eben Create, Read, Update, Delete, also die klassischen Dinge, die man mit einer Entität machen kann. Man kann es eben anlegen, löschen, ändern, anlegen, lesen, löschen, ändern. Ja, klar. Diese Data Transfer Objects sind praktisch schon eingebaut. Und wie gesagt, er schickt nur die Differenz zwischen Client und Server auf den Server. Das sind jetzt alles keine Mega-Änderungen. Vorteil ist, man kriegt das gratis, man kriegt das relativ gut ausgetestet, es skaliert super, also nehmen wir das Ganze einfach. Wie funktioniert das? Ich habe die sogenannten Entity Types, das entspricht in der einfachsten Form einer Datenbanktabelle, und ich habe Value Types. Value Types fassen zusammen quasi komplexe Datenobjekte, die allerdings keine eigenen Tabellen sind. Beispiel ist dafür so ein Adressdatensatz, das jetzt keine eigene Tabelle wäre. Ich habe die Adresse irgendwo beim User, ich habe die Adresse bei einem Haus, ich habe die Adresse bei, keine Ahnung, bei dem Pizza-Service, sonstigen. Dann würde ich diese Dinge einfach zusammenkapseln und als Value-Type festlegen. Die existieren am Server, das ist eine einfache Annotation. Am Client landet davon exakt gar nichts. Am Client landen diese Proxy-Objekte. Und das ist einfach, wie es da relativ stark ausformuliert steht, das clientseitige Interface von einer Entity oder von einem Value. Und da sind de facto nur Setter und Getter drinnen. Vorteil ist wiederum, man kriegt das Ganze gratis, man muss es nicht bauen. So, wenn wir uns das kurz in so einem Art Diagramm anschauen, am Server existieren nur die Entities, der Server ist da rot, am Client existieren nur die Proxys und die sozusagen die Meta-Factory, also die Request-Factory, dann die eigentlichen Factory-Objekte, und man ruft das Ganze dann auf. In der Mitte, das ist quasi der Shared-Teil, das ist das, was A und B zusammenhält, sind eben die Proxy-Interfaces, die die Entities repräsentieren, die Request-Interfaces, das sind quasi die Factories, und die Request Factory, das ist ein bisschen magische Geschichte, das ist der zentrale Einstiegspunkt für alles.
Es gibt sogar eine Klasse, die hat früher Rickers Factory Magic geheißen, also das ist quasi vom Hersteller spezifiziert, dass das irgendwie Magie ist. Und ja, habe ich alle Leute verwirrt? Ist das noch eben klar? Zu fad? Zu lustig? Nichts? Okay, gut. Ja, wie ruft man das Ganze auf? Ich habe hier, links oben fängt das an, die Request Factory. Von der hole ich mir die Message Request, das eben die Art Factory für die einzelnen Messages wäre und hätte daher Inside Message, das heißt, ich lege eine neue Message an mit diversen Parametern. Also da irgendwie Programm-ID, Message-Type, bla bla, Receiver. Und kann das Ganze joinen, nämlich clientseitig joinen with Processing Request. Das ist so quasi eine Verknüpfung von Entitäten clientseitig. Das ist ebenfalls eine ziemlich coole Geschichte. Damit kann ich mehrere Entitäten clientseitig gleichzeitig ändern oder mir quasi einen Join machen. Und er macht dann relativ automatisch, holt er sich nur die entsprechenden Dinger vom Server. Und ganz zum Schluss sollte man einen Request noch abfeuern. Das ist das Fire hier. Und das Ergebnis bekomme ich asynchron. Das Wichtige ist, das gesamte GBD funktioniert asynchron, hat etliche Vorteile, hat allerdings auch ein paar Nachteile. So, wenn ich diesen Request jetzt feuere, kann es zwei Möglichkeiten geben. Entweder es hat geklappt oder es hat nicht geklappt. Und je nachdem lande ich dann in dem OnSuccess mit einem Response oder einem OnFailure mit einem Error. Im OnFailure werde ich klassischerweise sagen, Map hat nicht funktioniert, wollen Sie noch einmal oder ist schief gegangen, die entsprechende Message anzeigen. Und im OnSuccess werde ich entweder weiter tun mit dem nächsten Geschäftsfall oder einfach nur sagen, Map, in diesem Fall Message wurde angelegt. Wie gesagt, es ist grundsätzlich einmal alles asynchron und da muss man sich eine Zeit lang dran gewöhnen. Dazu gibt es eigene Patterns, die sind auch recht cool. Schauen wir uns später an, wenn das jemanden interessiert. So, die erste große Baustelle war quasi die Request Factory. Die zweite ist das UI. Das ist deklarativ, das heißt, ich habe ein fettes XML, quasi das, worum es dabei geht, diese Komponente nennt sich UI-Binder. Ich habe meine Aufteilung in so ein UI-XML, eine dazu passende Java-Klasse. Drinnen ist keine Business-Logic. Diverse Ressourcen, also ganze Images und so etwas, landen im sogenannten Client-Bundle. Es ist auch ein CSS dabei und ich kann es internationalisieren mit ganz normalen Property-Files. Was natürlich praktisch ist, wenn ich eine größere Applikation habe und die zum Beispiel schrittweise migriere oder einfach schon Tools, Frameworks etc. diesem ganz normalen Java-Bereich gibt, kann ich damit 1:1 weiterverwenden. So, nur als kurzes Beispiel, dieses UI-Binding. Ich habe auf der rechten Seite dieses XML-File, wo ich da dann quasi ein HTML-Panel habe, irgendein Vertical-Panel, ein Flow-Panel, bla bla, und hätte daher ein Label mit meinem Feldnamen, in dem Fall ABL-Login-Text. Und dieser Feldname korrespondiert mit meiner quasi Java-Klasse und da bindet es automatisch aneinander. Das ist recht praktisch, weil es einfach deklarativ ist und nicht prozedural. Das heißt, ich brauche keine Funktion, wo ich das irgendwie reinschreibe, wieder rauslese, sondern die Änderungen da und dort korrespondieren einfach miteinander. Damit das Ganze funktioniert, muss ich das mit UI-Files taggen. Also daher diese Annotation, die rot markiert ist. Alles, was UI-Field ist, korrespondiert drüben mit so einem XML-Dings da. Und wenn ich eine Methode, quasi einen Action-Listener, haben will, dann annotiere ich diesen Action-Händler einfach mit UI-Händler für diesen BTN-Save, also für den Save-Button, und er verknüpft das automatisch. Ist auch praktisch, kostet nichts, schadet nichts, ist einfach da. Das wäre ganz kurz so deklaratives Layouting in GBD. Ist das jedem klar? Nein? Niemand? Ja? Okay. So, wenn ich das Ganze nicht per Hand ausprogrammieren will, sondern einen Designer verwenden will, gibt es auch einen GBD-Designer. Meine persönlichen Erfahrungen sind
gemischt. Manchmal ist es besser, manchmal nicht. Also das hängt aber vom jeweiligen Anwendungsfall ab, wie komplex die Layouts sind und wie sehr man sich mit so einer GUI-Komponente, also mit so einem Designer, tut. Man kann das dann einfach halt zusammenziehen und daraus wird irgendetwas. Muss man einfach ausprobieren, wie es ist. So, die nächste große Änderung oder Eigenschaft vom GBD ist das MVP-Framework. MVP ist Model View Presenter, ist ein Pattern fürs GUI Development, ist sozusagen ein Nachfolger vom MVC, das kommt auch so aus Ende der 80er Jahre, aus dem Smalltalk. Der Vorteil ist, oder die Eigenschaft ist, in der View ist absolut keine Logik mehr, nämlich gar keine. Und wieso man das macht, man tut sich mit Testen und Mocking leichter. Weil wenn ich in der View quasi keine Logik mehr drinnen habe, dann kann ich da so Mockup-View schreiben und dann einfach schauen, hat das Ganze funktioniert. Das ist natürlich viel geschickter, als ich muss da so ein Mockup-Objekt schreiben, das die View irgendwie verwendet, reproduziert, sonstiges tut. Wer weiß nicht, was Mocking ist? Okay. So. Wir haben versucht, das ein bisschen darzustellen. Ich habe in einem User Interface im Wesentlichen immer vier Aufgaben. Ich habe irgendwelche Daten, die ich mir anschaue, die manipuliert werden. Das ist das Model. Das ist in beiden Patterns so, ist ganz klar. Ich habe irgendein Objektgrafen, mit dem mache ich irgendetwas. Und zwar, ich zeige den im Wesentlichen an. Das ist die Rendering-Logik, das wäre oben in diesen Diamanten. Also dieser blaue Teil, der ist in beiden gleich. Das heißt, die Rendering-Logik zeigt das irgendwie an, zeigt das Vornamensfeld links oben an, das Nachnamensfeld rechts oben, irgendetwas grün, irgendetwas blau. Dann wird das Ganze tatsächlich irgendwo im Browser dargestellt. Ich habe auch nicht nur Display-Sachen, sondern irgendeine Interaktion. Das heißt, man klickt irgendwo drauf und dann passiert irgendetwas. Und das ist klassischerweise irgendein Event-Händler, wie wir ihn gerade gesehen haben. Das heißt, irgend so ein User Interface, man macht irgendwas mit den Daten, man schupft die auf den Server, legt irgendwelche Geschäftsfälle an und so weiter. Und das wirkt sich wiederum auf das Model aus. Das heißt, man geht im Faktor den ganzen Tag in diesem Kreis. Und im MVC hat eben die View sozusagen die Logik und das Display. Und im MVP zeigt die View einfach nur an und die Rendering-Logik und die UI-Logik sind im MVP im Presenter zusammengefasst. Model ist in beiden Fällen das Gleiche. Also das ist so ein bisschen eine andere Kapselung, Gliederung, Schwerpunktsetzung. Wie man das tatsächlich in einer Applikation realisiert, muss man eh für sich selber entscheiden, was halt einfach am geschicktesten ist im jeweiligen Fall. So. Eine der wesentlichen Geschichten ist, wir haben vorher gesehen, ganz am Anfang, wir haben die Fähigkeit zu bookmarken irgendwann einmal 2005 spätestens verloren. In Wirklichkeit haben wir schon vorher verloren, wegen dieser Geschichte, dass man HTTP-Post verwendet und dann kommt die Browser-Map, diese berühmte Meldung da, wollen Sie die Daten wirklich noch einmal senden und dann weiß man nicht, ob man jetzt was Zweites einkauft beim Amazon oder noch 5 Kinokarten bestellt. Also das ist ein bisschen eine unsaubere Geschichte. Jedenfalls mit GBD kriegt man erstens die Bookmarks und zweitens das History Back wieder zurück. Und da haben sich die Google-Leute echt was Angenehmes ausgedacht. Nämlich sie haben diese Applikationslogik in sehr viele Teile zerlegt. Und das ist echt, also meiner Ansicht nach, eine der knackigsten Geschichten. Hat schon wer mit dem gearbeitet, mit diesen Activities? 1, 2, 3, okay, noch niemand. Gut. Und zwar, ich hoffe, ich kriege es zusammen, weil das ist, ich finde das persönlich, es ist so kompliziert, man arbeitet einfach weiter, wie man vorher gemacht hat, und wenn man von Null anfängt, muss man sich echt Sachen andenken. Und zwar ein Place ist ein Ort in einer Applikation, zu dem kann ich hin navigieren. Das heißt, ein Place wäre quasi der Login-Place, irgendein List-Place von irgendwelchen Adressen, sonstiges. Wer kennt einen Place-Tokenizer? Der Place hat quasi Koordinaten. Also das Koordinaten ist kein offizieller Sprech, aber man kann sagen, die erste Koordinate wäre zum Beispiel, wenn ich sage, ich habe eine Adressliste, dann ist einmal die erste Koordinate überhaupt Adresse. Und die zweite wäre
zeig mir die Adressen von 500 und dann die nächsten 10. Also wären die Koordinaten quasi Adresse 510. Und genau diese Koordinaten muss ich irgendwie in die URL hineinpacken. Das heißt, zeig mir alle Adressen von beginnend bei 500 die nächsten 10. Und wenn ich das geschafft habe, dann kann ich das auch bookmarken. So, wie macht man das Ganze objektorientiert? Nämlich man hat eine Verbindung zwischen diesen abstrakten Places und den konkreten URLs. Das ist der Place-Tokenizer. So, damit habe ich jetzt irgendetwas Logisches, also den Place. Ich kann es bookmarken, ich kann das in eine URL verwandeln, ich kann sozusagen aus einer URL wieder einen Place machen, da kann ich auch dorthin gehen. Der nächste Schritt wäre das, wie gehe ich hin zu einem Place, beziehungsweise was löst ein Place aus? Das ist eine sogenannte Activity. Activity sind die konkreten Geschäftsfälle, die hinter diesen Places liegen, und die werden verwaltet vom Activity Manager. Der Activity Manager macht im Wesentlichen zwei Dinge, er startet Activities, stoppt Activities. Und das, was ich noch brauche, ist quasi eine zentrale Komponente, die mir überhaupt aus URLs über diese Place-Tokenizer Places machen kann. Also die muss überhaupt wissen, welche Places es überhaupt gibt in einer Applikation. Und das ist dieser Place-History-Mapper. Vorteil ist, das ist schon eingebaut und wenn man es geschickt macht, kann man mit der einzelnen Annotation und mit diesen With-Tokenizers das Ganze quasi in einer einzelnen Klasse machen. Man muss einfach nur, wenn man einen neuen Place einführt, den da reinschreiben, dann geht das automatisch. Ja, so, wie das Ganze vom Ablauf her funktioniert. Wenn man irgendwo drauf drückt, dann klickt man eigentlich keine URL an, sondern man geht auf einen neuen Place. Und das Einzige, was passiert, es wird auf so einem Event-Bus ein Place-Change-Event gefeuert. Und das war's. Zusätzlich wird noch so ein Place-History-Händler versorgt, der versorgt dieses JavaScript-History-Back. Der hat im Wesentlichen so einen Stack aufgebaut von diversen Places, wo man einfach war. Von diesem Event-Bus wird quasi dann so ein Place-Change-Event gefeuert und der Activity-Manager lauscht draus. Der Activity-Manager hat ein Stück Activity-Mapper. Die Activity-Mapper haben die einzelnen Activities. Da steht Place, das ist eigentlich falsch. Also unter dem Activity-Mapper wären da quasi die einzelnen... Entschuldigung, ich habe mich verschaut. Wir haben daher eben quasi zum Place A gehört die Activity A und die Activity wäre der konkrete Geschäftsfall und dann hätten wir, wie wir schon vorher gesagt haben, einerseits das deklarative Layout und andererseits die View-Komponente an sich. Und die kennt wiederum ihren Presenter und der Presenter nimmt dann die Verbindung zu den Daten dahinter auf. So, wir schütteln ein paar Leute den Kopf. Das Ding ist scheiß kompliziert, hat allerdings einen Vorteil. Man muss sich in einer großen Applikation, wo man sagt, man hat 500 Masken, wenn man sich daran hält, dann kommt man nicht ins Quirks. Das heißt, man baut sich das Ganze einfach immer nach dem auf und es erleichtert einfach die Strukturierung von Applikationen. Insbesondere diese Places sind echt eine coole Geschichte, weil die ja kontextfrei sind. Wir haben ja gesagt, man kommt nur mit einer URL über einen Place, also auf einen Place hin. Das heißt, ob ich jetzt vorher im Geschäftsfall A war oder im Geschäftsfall 17, ist egal. Hauptsache, ich kenne den Place, wo ich hin will und dann komme ich auch dorthin. Das ist relativ stark. Meiner Ansicht nach korrespondiert das mit dem Android, mit diesen Intents und Activities. Ich weiß nicht, ob jemand Android schon programmiert hat. Also das ist auch ungefähr das Gleiche. Ich starte einen neuen Intent und er startet dann im Hintergrund eine Activity. Und ungefähr das Gleiche haben sie hier gemacht. Das wäre natürlich... Ja, bitte? Geht das jetzt mittlerweile eigentlich mit der HTML5-History-API oder muss man es immer noch mit den Hashtags machen? Also ich mache es mit den Hashtags, okay. Quasi in der URL. Es ist möglich, dass sie im 2.5 oder etwas eingebaut haben. Ich habe mir 2.5 nur die Release Notes kurz durchgelesen, da müssten wir mal reinschauen, ob sie tatsächlich das machen. Also kurz, keine Ahnung. Sorry. Ja, also diese Place Activity Geschichte ist echt das Komplexeste und wenn man das mal behirnt hat, dann klappt es aber recht gut. Es gibt noch eine Geschichte, das ist jetzt nicht so komplex, aber auch ganz interessant, dieses Editor Framework. Heißt, ich habe
Daten, die aus diesem Objekt grafen, werden direkt an die UI-Filter gebunden und ich brauche jetzt nicht die Dutzenden Felder einzeln setzen, speichern, und das ganze Mapping erfolgt über den Feldnamen an sich. Also der muss in UI und zur Entity dazu passen und dann lädt er das selbst in das Textfeld raus, hat noch diverse Prüfungen, kann das wieder reinschreiben. Das ist auch eine Geschichte, die spart dann einfach Personentage in Wirklichkeit einen Aufwand. Und ja, es ist nett, es ist da, also nehmen wir es. So, das wäre jetzt der allgemeine Teil. Gibt es dazu Fragen, Wünsche, Anregungen, Beschwerden? Sind alle komplett verwirrt, alle komplett ausgestiegen? Ja? Ich habe eine Frage zum Model View Presenter. Ja? Und zwar, das Model View Presenter ist eigentlich immer auf eine einzelne View praktisch beschränkt. Und was ist, wenn man jetzt Komponenten machen will auf einer View zum Beispiel? Ich habe eine Kunden-View und ich möchte eine Adresskomponente machen. Und die Adresskomponente kann ich ja bei einem Händler verwenden. Ja. Mache ich dann, wie lege ich das Pattern dann auf diese Komponente um? Hat die Komponente dann auch irgendwie einen eigenen Presenter und eine Controlling-Logik? Also was es gibt, ist dieses Composite-Pattern. Das haben wir hier. Und mit dem Composite kann man die Dinger schachteln. Und mache ich dann auch einen... wende ich das Pattern dann verschachtelt an oder wie läuft das mit den Composites? Sehr gute Frage. Was sagen die Kollegen da hinten? Wie macht man das eigentlich? Naja, wenn man eine Adresse hat, dann ist es ja mal nicht unbedingt ein Client, das Ganze mit den Proxys verpackt und dann kommt dann den Client. Das heißt, man hat sowieso ein Proxy vom Server und das UI bauen wir immer gleich auf. Also man hat dann die eigenen Adresskomponenten oder man bindet das eigene Komponente an, aber es ist immer das gleiche. Die Activity und das Presenter sind immer in der Mitte. Also egal was am View ist, wird immer von einem Activity gestartet und wird immer ein Event aus, was dem Presenter definiert ist. Aber wenn ich jetzt eine Überkomponente in meiner View habe, hat die denn dann einen eigenen Presenter oder wird? Ja, es ist im Endeffekt Geschmackssache. Also wir bei Szenarien, wir haben nicht für jede View eine eigene Presenter-Klasse, sondern thematisch wird das dann in Presenter-Klassen zusammengefasst. Ja, also wir haben es aktuell nicht. Man könnte dann quasi einen Presenter machen, der sozusagen einen Vektor von Unterpresentern hat und die dann für jedes einzelne aufruft. Okay? Gut, so halbwegs. Passt. So, noch welche allgemeinen Fragen? Was sind der größte Vorteil, wenn ich jetzt GWT verwende? In Bezug auf jetzt der andere Technologie, ja, wie ASP.NET, MVC4 oder CAP, ist das der größte Vorteil, ich weiß, dass ich jetzt mit Heaps arbeiten kann und eine bestehende Codebasis jetzt, dass man Java wiederverwenden kann im Enterprise-Fall oder? Ja, es sind verschiedene Eigenschaften. Also die erste ist, wie schaffe ich, dass ich kein Rollout haben muss und aber trotzdem eine ordentliche Programmiersprache verwende, sozusagen. Also deswegen haben wir es eingesetzt, weil wir wollten quasi einen richtigen Client haben, mit dem man echt kommunizieren kann, ohne dass wir Rollouts machen müssen. Und wir haben ein sehr großes Framework in Java, also wollten wir etwas haben, wo man das gleich mitverwenden kann. Das ist meiner Ansicht nach der größte Vorteil. Und dass du einfach am Client quasi gratis sozusagen ordentliche Programmiersprache kriegst, die halt typsicher ist und einen ordentlichen Compiler hat, anstatt quasi diese JavaScript-Geschichte. Also JavaScript ist meiner Ansicht nach für kleine bis mittlere Projekte super verwendbar, vor allem weil das quasi dieser Zyklus sehr leicht ist, oder man speichert das und das ist einfach da. Ab einer gewissen Größe hat so eine richtig typsichere Sprache sehr große Vorteile, meiner Ansicht nach. Ist der Compiler Open Source, also von GWT auf JavaScript, also von Java auf JavaScript? Ja.
Also den gibt es bei Google Code ganz normal. Ich habe schon zweimal nachschauen müssen, weil mir bestimmte Sachen interessiert haben. Gibt es da Compiler-Bugs oder wie ist denn das? Also bei der Übersetzung, ob es das als Datum eigentlich gab, wenn es schon länger verwendet? Ja. Ihr rennt bei Android-Entwicklungen die viel um NDK, also auf Entwurf, und da gibt es immer jeden NDK drei Bugs, vor allem Compile-Felder von Google und so. Das ja. Ist noch ziemlich wichtig jetzt da eigentlich die letzten. Mhm. Okay. Was ist das bei GWT eigentlich? Also jetzt haben wir blöderweise letzte Woche einen echt ärgerlichen entdeckt. Das ist eigentlich der erste seit 2,5 Jahren, der erste wirklich ärgerliche. Also Bugs, so richtig grobe Schnitzer haben sie keine gemacht. Der Nachteil ist eher, dass man relativ spärliche Dokumentation hat. Und wenn es eine Dokumentation gibt, dann eigentlich nur auf JavaDoc-Ebene. Aber gerade dieses MVB, das sind meiner Ansicht nach Sachen, da muss man echt einmal das Konzept behirnt haben. Dann ist so ähnlich wie bei Android. Ja. Wir haben die Java-Dokumentation und kann man das C++ aus dem Finger saugen. Es geht in die Richtung. Du hast halt das Java hat schon gewisse Vorteile. Ja, und es sind ein paar Sachen, wo sie meiner Ansicht nach Lücken haben. Also die einfach vom Design her nicht vorgesehen sind. Dazu wollte ich jetzt in die nächsten paar Folien kommen. So. Und zwar, wir haben das bei uns in der Firma in einem relativ großen Projekt eingesetzt und haben aber dazu noch ein paar Sachen dazu bauen müssen. Das erste ist, wir haben so einen Code-Generator eingesetzt, der nennt sich Spring Roo. Kennt Spring Framework, kennt jeder? Niemand? Doch, kennen alle? Okay, gut. Das Roo ist, das erzeugt dann quasi diese CRUD-Logik, die immer cool ist, weil wir haben über 100 Entitäten und das ist praktisch, wenn man einfach mal eine Tabelle hat, wo man die Entität lesen, schreiben, editieren, bla bla kann, weil dann kann man schon einmal einfach was vorzeigen, von dem weiterarbeiten. Also wir haben früher eine sehr große Spring-Applikation gehabt, Entschuldigung, Swing, und aus dem haben wir sie noch immer, und da haben wir uns echt jeden Schmarrn einzeln ausprogrammieren müssen. Das ist auch Fahrt, man fügt eine neue Entität ein und kann einmal einen Tag da sitzen, einen GUI-Designer, also ein GUI einfach nur zum Bearbeiten zu verwenden. Das Roo hat sich allerdings herausgestellt, das ist von der GWT-Unterstützung her mittelmäßig brauchbar und wir haben das relativ stark für uns patchen müssen. Aber jetzt ist es eigentlich echt cool. Also jetzt kann man eine Entität mit einem Befehl hinzufügen und da geht schon ziemlich viel. Nur das war ebenfalls zwar Open Source, aber auch nicht gescheit dokumentiert und da hat man sich schon relativ stark hineinhacken müssen, hineindenken müssen, wie die Leute einfach gedacht haben. Inzwischen ist es cool. So, GWT hat keine Security, keine eingebaute. Die muss man eigentlich wieder zupfriemeln. In unserem Fall das Spring Security. Die Geschichte ist natürlich, je mächtiger mein Client ist, desto fehleranfälliger ist er. Wenn ich jetzt wirklich nur ein Formular habe, wo einfach 20 Felder am Client sind, kein JavaScript, kein nichts, dann kann da einfach von der Security her viel weniger sein. Dann kann ich irgendwie so Spoofing machen, indem ich 0 Bytes an die richtigen Stellen einfüge, aber quasi die Schnittstelle zwischen Client und Server ist einfach viel geringer. Beim richtigen Client muss ich an der Stelle viel mehr aufpassen. Ja, das Maven als Build-Tool ist eh klar. Das Artifactory, das ist unser eigenes Repository. Wir haben so ein REST-Interface zwischen Client und Server entwickelt. Wir haben das Selenium für automatisierte Tests, das recht cool ist. Und die Entwicklungsumgebung basiert auf Eclipse SDS. Also SDS, das ist quasi die Spring-Version von Eclipse mit ein paar händisch hinzugefügten Plugins. Das heißt, das sind quasi die Zusatzsachen, die man einfach braucht, um damit Applikationen schreiben zu können. Datenbank und diverse Schnittstellen zu irgendeinen SAP-Systemen und so, das ist eh klar, also das ist, steht da gar nicht drauf. Ja, diese Security-Geschichte. Das ist leider, es ergibt sich aus dem, wie ich schon gesagt habe, du hast einen sehr mächtigen Client, der kann einfach viel und da muss man einfach viel mehr absichern. Und den Client kann jeder Hacker zerlegen und kann damit machen, was er will, kann alle möglichen Sachen machen. Das heißt, man muss generell einmal eine Schicht einziehen, die im Server als erstes die Daten irgendwie validiert. Darf der User das? Passen die Daten? Ist das konsistent? Etc. Weil mit dieser Request Factory, wenn man da eine Methode in den Proxy reinschreibt, dann kann man die einfach vom Client aus aufrufen. Wenn die halt zufällig heißt Delete All und der ruft das auf, dann kann man ein Backup einspielen. Die Spring Security ist eigentlich recht cool, da gibt es so Annotations, wo man einfach das Ganze auf diverse Rollen mappt, beziehungsweise so Händler hat, quasi Sachen, die er prüft,
bevor er die Daten weiterschickt und Sachen, die er danach prüft. Und man kann auch diesen Proxys sagen, gewisse Felder schicke einfach nicht auf den Client und gewisse Felder sind einfach nur read-only. Also gewisse Sachen muss man tun, wie da die Geschichte ist, das muss man alles selber erfinden. Es steht sogar in der GWT-Dokumentation, wie super sicher das GWT nicht ist. Das bezieht sich allerdings nur auf so clientseitige, so Cross-Site-Scripting und solche Injection-Sachen. Die sind tatsächlich abgesichert, aber das Wesentliche, die Schnittstelle Client-Server ist gar nicht abgesichert, muss man sich selber dazu bauen. Jetzt allerdings funktioniert das super. Also quasi eine Zeile, eine Methode ist abgesichert. Das geht echt gut. Ja, nächstes Problem oder nächste Eigenschaft ist das Code-Splitting. Wir haben gesagt, es kommt am Ende ein einziges File heraus. Wenn ich jetzt eine Maske hinzufüge, wird mein File natürlich größer. Das heißt, mit jeder neuen Release, jeder neuen Software-Version wächst das Ding. Und irgendwann einmal habe ich kein 2 Megabyte File mehr, sondern 34 Megabyte File. Das ist natürlich ein Schmarrn, weil das dauert einfach ewig lang, bis es ladet. Der Browser muss das File irgendwo haben, also die JavaScript-Engine rennt ja trotzdem. Dann habe ich 100, 200 Megabyte am Client RAM-Verbrauch, nur dass die Applikation da ist. Das ist beim normalen PC oder auch bei so einem Android-Handy eigentlich kein Problem. Es ist tatsächlich ein Problem, wenn der Client Server-Farm ist. Also zum Beispiel so eine Citrix-Umgebung. Citrix kennt jemand? Jeder? Citrix? So quasi, ich verbinde mich zu dem Server hin und arbeite in Wirklichkeit auf dem. Und da teilen sich halt 20 User einen Server und dann hat halt einfach jeder nur gewisse Ressourcen zur Verfügung. Dazu ist eigentlich schon seit Anfang an vom GWT ein Pattern eingebaut, nämlich dieses Run Async, und der Compiler erkennt beim Kompilieren Teile vom Code, die nur über so Run Async erreichbar sind, und die haut ein eigenes File rein. Das heißt, es ist eigentlich eine coole Geschichte, man braucht sich selber relativ wenig überlegen, man braucht nur dieses Run Async an die richtigen Stellen reintun. Und halt damit zum Beispiel einen Teil der Applikation für Power-User, für End-User, für Middle-User würde das aufteilen, und dieses Nachladen funktioniert komplett transparent. Das haben sie auf quasi unterster Systemebene echt gut gemacht. Was eigentlich ein bisschen fehlt, ist das Pattern darüber. Dazu haben wir selber Pattern überlegt und das eingesetzt. Das ist dieser Composite Activity Mapper, der bei Bedarf dann die einzelnen Activity Mapper nachlädt. Das heißt, wenn ich jetzt quasi aufgrund meiner Berechtigung gar nie in die Section 3 reinkomme und dahinterliegend werden es wieder 10 Activities, dann wird er diesen Code, oder dann nicht nur wird, sondern er lädt diesen Code dann tatsächlich nicht. Die Eigenschaft, wenn man quasi Objekte mehrmals verwendet oder wenn man so komplizierte Zugriffspfade im Code hat von A nach B, also quasi so Spaghetti-Code, dann funktioniert das nicht, weil er dann nie über dieses Run-Async drüber kommt. Dazu gibt es dann im Compiler eingebaut so einen eigenen Report, den kann man anhackeln, da kommen dann Gigabyte große HTML-Files drauf raus, wo dann genau drinnen steht, wie die einzelnen Codepfade sind und an welchen Stellen man das tun muss. Aber wenn man das Pattern einmal heraus hat, ist das echt gut und wirklich praktisch. Und es hat noch einen weiteren Vorteil, wenn ich diese einzelnen Files am Server kenne und ich will zum Beispiel nicht, dass mein User jetzt, also auch ein Hacker, diese GUI überhaupt sehen könnte, dann kann ich das serverseitig absichern. Also dann kommen diese quasi die GUI-Logik überhaupt nie zu dem. Ja. Ich habe es eh kurz angesprochen, das, was es bringt, wenn man gute Java-Leute hat, gute Java-Entwicklungsumgebung hat, sich einfach auf das eingeschworen hat, kann man da von null auf los starten. Das Ding ist browserunabhängig, man braucht sich fast nichts auf die einzelnen Browser-Unterschiede konzentrieren. Das ist vor allem beim Testen praktisch, weil ich habe heutzutage klarerweise Firefox und Chrome und auch noch Opera ein bisschen, aber im Enterprise-Umfeld ist vor allem der Internet Explorer sehr wichtig. Das heißt, ich muss einmal zwei, drei, vier Browser total unterstützen. Und das ist natürlich ein Schmarrn, wenn ich das Ganze jetzt x-fach testen muss. Ja, keine Rollout beim Endkunde,
dieses asynchrone Zeug ist extrem super. Dieser Development Mode ist auch cool. Da spare ich mir diese ewig langen Compile-Zeiten, sondern ich speichere das einfach ab, mache einen Refresh, die Sache ist erledigt. Kann damit alles, was hinter Eclipse dahinter hängt, einfach verwenden. Also das Findbugs, Checkstyle etc. Internationalisierung, Lokalisierung ist schon eingebaut im Framework. Das Back ist ebenfalls eingebaut, was auch cool ist. Und ja, das MVB und das deklarative Layout ist auch cool. Also das sind so die Sachen, die man einfach mitkriegt. Und wenn man das anwenden kann, dann ist es gut. Jo. Kennt jemand XKCD? Wer kennt nicht XKCD? Gut. Hausaufgabe XKCD, einfach hingoogeln und einmal einen Tag lang durchlesen. So die quasi Nummer 1 Ausrede, ja, mein Code kompiliert. Na gut, kämpft weiter. Dieser GWT-Compiler ist einfach sehr langsam und man muss ein bisschen hintrickseln. Die JavaScript-Files werden sehr groß, die Security ist einfach nicht drinnen. Es ist halt relativ schlecht dokumentiert und natürlich ist so, wenn man einen alten Browser hat, also zum Beispiel IE6 oder NoScript eingeschalten hat, dann geht es einfach gar nicht. Aber wenn man sagt, Client-Anforderung ist JavaScript und das ist heutzutage sowieso einfach Standard, dann funktioniert es. Was man tun kann gegen die langen Compile-Zeiten ist, man kann es in der Testversion nur für einen einzelnen Browser kompilieren und nur für einzelne Sprache. Dann hätte man zwei so Startfiles und kompiliert es dann quasi nur zu Release und ob jetzt das Release-Compiler eine Stunde dauert oder nicht, ist im Prinzip egal. So, was kann man damit noch machen? Ja, also die coolen Sachen, ich finde das Angry Birds, das ist echt cool. Die haben das komplett GWD-mäßig und man kann sich das File einmal anschauen und so, das ist also echt witzig gemacht. Es gibt auch das Quake 2, das Daisy-Bing, das ist so eine quasi Reiseführer-Plattform, also da gibt es schon ein paar relativ große Sachen, die jetzt überhaupt nichts mit unserer Enterprise-Geschichte zu tun haben. Also anwendbar ist das eigentlich für alles, wo ihr ordentliche, typsichere Programmiersprache habt und ja, so schaut's aus. So, das war's, Diskussion, passt. Dankeschön. Okay, Diskussion. Wollt ihr irgendwas sagen? Eine Frage. Weil da, es war ja Server, Shared und Client. Mhm. Und da die Entities sind die nicht effizient, wenn man die als Shared. Ja. Die Entities, das sind richtige Java-Objekte und das sind ja zum Beispiel Hibernate-Entities oder JPA-Entities. Die kann ich also schon von dem her nicht auf den Client schupfen, weil mir da quasi die Umgebung fehlt. Und am Client habe ich nur diese Proxy-Instanzen und quasi das GWT macht die Verbindung zwischen Proxy und Client, zwischen Proxy und Entity, das geht quasi automatisch. Und wenn man es runterlädt, serialisiert er das Entity in JSON und quasi befüllt damit den Proxy clientseitig. Und wenn man dann etwas ändert, also einen einzelnen Setmember aufruft, dann erkennt er das quasi und schickt dann nur die einzelne Änderung wieder auf den Server. Und die Schnittstelle dazwischen ist das JSON. Es gibt übrigens vom, ich glaube Douglas Crockford heißt der, der das JSON erfunden hat, einen extrem coolen Talk, den kann man sich auf YouTube anschauen. Da erzählt er, ich glaube das war so eine Yahoo-Veranstaltung, wie er das JSON erfunden hat. Und die zwei Talks davor sind auch extrem empfehlenswert. Das ist eine dreiabendliche Reihe. Der erklärt dann, wieso der Klammeraffe da auf der Tastatur ist und also wie JavaScript aus der Ursuppe entstanden ist. Also das ist echt witzig. Kann man nur empfehlen. Okay, ist die Frage damit so halbwegs beantwortet? Ja. Passt. Du hast gesagt, ihr habt da eine REST-Schnittstelle eingebaut. Mhm. Nimmt euch das nicht relativ viel von der Produktivität weg, die ihr mit dem Proxy, mit dem Proxy und so gehabt habt? Weil da müsst ihr eigentlich die Daten wieder selber mappen in Entities und so. Ja. Die haben wir dann, wenn noch andere Systeme darauf zugreifen, auf die Daten. Also wir haben quasi am Server
Funktionalität, die rufen wir mit unserem eigenen Client auf und es greifen noch Dritte darauf zu. Das heißt, es gibt einen anderen Client oder anderes Programm, das ruft es auch auf und jetzt rufen wir uns auf, damit haben wir es in diesem Fall eine Schnittstelle erspart. Im anderen Fall hättest du recht, man müsste, also es ist schade quasi, weil es das eh schon gibt. Der Nachteil bei dem, also der Vorteil bei der REST-Schnittstelle ist, sie ist fertig ausspezifiziert. Wir haben quasi ein Word-Dokument, das kann man jemand dritt in die Hand drucken und die ist stabil. Das heißt, dazu gibt es richtige XMLs, XSDs, Schemas etc. Die eingebaute ist natürlich absichtlich nicht stabil. Das heißt, wenn ich eine neue Methode hinzufüge in einer Entity, ist die automatisch auch in meinem JSON drinnen. Das heißt, das kann ich keinem Dritten so in die Hand geben, weil der weiß das ja nicht. Das ist der Unterschied. Also ihr macht das REST nur, wenn es jetzt wirklich für Dritte ist und sonst machst du den normalen Proxy? Generell nehmen wir einfach das, was es gratis gibt. Das ist schon da. Und wenn es der Anwendungsfall erfordert, wie in diesem einen Fall, dann haben wir das quasi als REST umgestellt. Okay? Wie ist das vom, wenn du da auf der einen Seite mit dem Entity-Objekt arbeitest und du hast dann die Data so speichert, ja, wenn du jetzt eine riesige Menge von Daten, die ganze Zeit Open-Ender speichert, jetzt alle Data jetzt, muss ich sagen, Stack-based auf dem Client auf, man könnte ja memory-mäßig exportieren oder wie ist das? Also, genau bei dem haben wir nämlich den Bug gefunden letzte Woche. Es ist kein Stack, das heißt, es gibt immer nur einen Zustand. Also man kann am Client dann kein Undo mehr machen, sondern wenn du das heißt, einfach... Er überschreibt es und speichert es in letzten Zustand immer. Ja, also er markiert sich entweder einzelne Entitäten oder einzelne Felder. Genau das, also an dieser Stelle ist nämlich dieser Bug drinnen. Und wie ist das gedacht, dass ein quasi Stack-based Objekt in einem Common Stack oder so? Nein, eben nicht. Also es ist kein Stack, sondern er hat einfach quasi nur ein einziges, also nur ein einziges Delta. Also ein Originalzustand und das Delta eigentlich. Ja, genau. Also er merkt sich dann einfach nur in der Adresse 22, die habe ich jetzt geändert und die muss ich wieder drauf schicken. Und ist er so gescheit, dass er dann, ja, wahrscheinlich, also wenn es wieder zugeht, dass wieder so ein passt. Ja. Also genau an dieser Stelle, da haben sie leider was Ärgerliches gemacht. Wenn man nämlich ein Objektgraph mit so einem Join drinnen hat, dann funktioniert das in bestimmten Fällen nicht. Und das haben sie blöderweise bei einer Version eingebaut. Also wir haben ein Versionsupgrade gemacht, wir haben ein paar Versionen übersprungen und dazwischen haben sie es eingebaut. Also in der alten ist es nicht gegangen, in der jetzigen geht schon. Das ist irgendwie, also an der Stelle haben wir einfach Pech gehabt. Aber es gibt einen Workaround. Es ist eigentlich kein Problem. Wenn man mal weiß, dass nicht das eigene Programm kaputt ist, sondern dass da irgendwer anderes das gemacht hat. Okay, noch Fragen? Sonst, ich hätte nämlich eine Zugabe, falls es jemanden interessiert. Will jemand eine Zugabe? Zugabe. Okay. Gut. Und zwar, Entschuldigung, jetzt muss ich noch was trinken. Es gibt diese asynchronen Requests. Wir haben gesagt, im Prinzip ist alles asynchron. Anstatt wie normal, das heißt alles rennt im Prinzip parallel, anstatt der volle Service. Cool. Super, Dankeschön. Ha, viel besser. So, es ist im Prinzip alles parallel, anstatt alles sequenziell. An das muss man sich einmal geistig gewöhnen. Nämlich, wenn man jetzt zwei Requests abschickt, dann kann die Response B ja eigentlich die Response A überholen. Wenn man das jetzt aber so programmiert hat, dass immer A vor B kommt, dann ist es blöd. Das sind diese klassischen Race Conditions, das heißt, die laufen um die Wette und der zweite Request kommt manchmal vor dem ersten an. Das heißt, entweder mehrere Requests modifizieren die gleiche Komponente. Was weiß ich, ich lade mir Personendaten und Adressdaten und stelle zur Person X die Adresse Y dar und gehe irgendwie davon aus, dass die Adresse schon geladen ist, wo die Person da ist. Dies ist aber noch nicht da und dann kracht's. Großes Problem ist die Testbarkeit, weil im Labor
funktioniert das natürlich immer, weil da steht der Server direkt neben mir oder rennt auf der gleichen Maschine und da bin ich meistens der einzige User und das ist dann, je nachdem wie lange das SQL dauert, ist immer A und B zuerst oder anschließend da. Im Dschungel, also in der Wahrheit, im echten System ist das natürlich nicht so, weil da habe ich 1000 User auf der Maschine und das dauert unterschiedlich lang und so weiter, das überholt sich dann irgendwie. Also das ist so eine Feinheit, wo man sich quasi, der kleine Maxi denkt sich, na, das funktioniert jetzt und dann kracht es auf einmal und dann muss man sich überlegen, ja, das Problem ist das Problem allen klar? Wem ist das Problem nicht klar? Cool. So, und zwar, das ganz Einfache ist, man schachtelt die Requests. Das heißt, ich habe quasi im OnSuccess vom ersten Request, nur was mit dem Mauszeiger, das ist das OnSuccess vom ersten Request, also da sage ich Enable Button A, feuere ich mir dann den zweiten Request ab. Ja, das ist der Klassiker, nur damit entferne ich ja das A vom Asynchron. Das ist, also in dem Fall stimmt nicht ganz, das wäre eigentlich quasi parallel versus sequenziell. Es wird natürlich Spaghetti-Code, weil in der 17. Methode bin ich dann mit dem, da irgendwo bei der Türe draußen. Es geht, ist einfach, klar, kann man machen, kostet nichts, fertig. So, Lösung 2 ist, man holt sich die Ergebnisse in einem einzelnen Proxy zurück. Das heißt, ich habe einen Request, einen Response, der enthält allerdings ein Value-Proxy mit zwei Datenfeldern. Sehen wir dort unten, ich habe da hier Enable Button A, Fire mit einem neuen Receiver mit seinem Value-Proxy und der hätte da Request B Result und der Request A Result. Das heißt, ein Request, ein Response mit zwei quasi Results drinnen. Das ist irgendwie, wenn das quasi logisch miteinander zusammenhängt, kann man das gut machen. Nachteil ist halt, man muss diesen zusätzlichen Proxy versorgen. Und es wird dann in der Permutation problematisch, weil wenn ich nämlich unterschiedliche Kombinationen habe, dann brauche ich den A und B Proxy, A und C Proxy, B und C Proxy und so weiter. Also man sieht, das wird dann einfach aufwendig. Und man tritt sich damit von der Objektorientierung quasi unerwünschte Kopplung ein, wenn das Ganze nicht zusammenpasst. Aber man kann es durchaus machen, es sind alles drei valide Lösungen. So, und jetzt die coole Lösung ist, man synchronisiert das Ganze clientseitig. Das heißt, als Client weiß ich ja schon, wie viele Requests ich absetzen will, bevor ich in diesem Beispiel da hast bestimmte UI-Komponenten setze, indem ich einfach etwas tue. Das Coole ist, damit habe ich die maximale Performance bzw. die geringste Latenz, weil die Requests einfach asynchron ablaufen. Das heißt, und auch noch gleichzeitig. Es ist relativ einfach, ich bin nicht auf die Anzahl der Requests beschränkt. Nachteil ist, es ist ein bisschen aufwendiger in der Implementierung. Und zwar, das Ganze funktioniert mit einem Countdown-Latch. Das heißt, der zählt einfach runter. Also ich weiß, ich erwarte quasi, was weiß ich, 5 Responses und mache dann einen Countdown von 5 bis 0. Und wenn alle 5 Responses eingetroffen sind, anschließend feuere ich eine quasi meine Action. Das heißt, ich habe daher die Target-Anzahl und meine Runnable Action. Und quasi man zählt das hier runter. Und wenn das Target 0 ist, dann führe ich diese Action Run auf. So. Und ich speichere mir diesen State einfach am Client. Das heißt, das ist ganz normale Bean mit in diesem Fall zwei Variablen, nämlich Enable Button A und Has User Rights. Also diese zwei Geschichten, die würde ich da synchronisieren. Soweit eigentlich kein Geheimnis. Und ja, jetzt füge ich das Ganze, diese zwei Sachen zusammen. Das heißt, ich habe hier meinen State, ich habe mein Countdown-Latch mit quasi zwei Responses und oder zwei erwarteten Responses und in diesem Runnable, wenn das sozusagen erreicht ist, dann führe ich meine Aktion am Client durch. Und jetzt feuere ich parallel, nämlich diese Enable-Button A und in diesem OnSuccess quasi merke ich mir das im Datenobjekt und zähle dieses Latch um 1 weiter und parallel dazu feuere ich diesen zweiten Request und hier mache ich das gleiche. Das heißt, im Ergebnis schreibe ich das in meinen State rein und mache dann dieses Latch Pass und wenn das auf 0 herunten ist, also quasi von diesen 2 auf 0 herunten, dann erst führe ich das auf. So einfach ist es. Allen klar? Nicht? Wem ist nicht klar? Wen interessiert es? Niemand?
Ja? Aber was ist nicht, ist etwa nicht klar? Oder heißt das nur, mich interessiert es? Ah, cool, okay, danke, passt. So, ja, das war es eigentlich. Ansonsten gibt es da einen Haufen YouTube-Sachen, Videos und so weiter. Und für den Herrn, die hinten, die das XKCI nicht gekannt haben, da ist sehr empfehlenswert. So, das war's jetzt. Dankeschön und. Kurz bevor alle gehen, ich möchte mich nochmal ganz herzlich beim Gerolf bedanken, weil seine Firma Szenarion, die sponsert unsere Afterparty, die ist nahe im Nelsons und ich hoffe, dass ich das sehr viele von euch wiedersehe und falls sich jetzt jemand so auf GWT freut und das mal anfangen möchte oder sich schon gut auskennt, soweit ich weiß, sucht ihr neue Mitarbeiter, das heißt, Szenarion ist hiring und ja, nachher hoffentlich alle bei einem Bier dabei. Gut. Ja, danke, Gerolf. Also vielen Dank und ich hoffe, wir sehen uns. Ich wiederum muss mich bedanken beim Team von Szenarion. Das sind die zwei Herren, die eine Dame und da ist ja noch jemand. Also kann alle Szenarion-Leute mal die Hand hoch machen? Traut euch. Hoch. Du auch, genau. Also falls jemand wissen will, wie das bei uns ist zum Arbeiten, quatscht einfach mit denen, die sind nachher noch in Nelsons und ja, vielleicht sehen wir uns wieder in irgendeiner Konstellation. So, jetzt ist wirklich. Dankeschön aus.